Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partysync-Kisten öffnen und zwar, wenn die letzten Videos verfolgt haben, sind wir ja jetzt aktuell noch beim Schamanen. Da fehlt mir noch ein Teil aus der Partysync-Kiste und ja, ich hatte ja alles soweit durchgequestet, aber hier mit Dragonflight sind ja nochmal ein paar neue Waffen reingekommen für den Invoker in Legion und dementsprechend habe ich da mit dem Char ein bisschen was gequestet gehabt, dachte mir, komm, ich ziehe die Schamanen-Chars mit, um dementsprechend diese Partysync-Kisten noch zu kriegen. Ich habe jetzt, da das jetzt nicht so viele Quests waren, ich glaube so 30, 40 Quests rum, hat relativ wenig Kisten gegeben. Hier mit dem Char nur 7, mit dem anderen habe ich ein paar mehr, habe ich mehrere Chars mitgezogen. Diesmal dann nicht alle verschiedene Rüstungsklassen, weil ich ja eigentlich nur das Invoker-Gear brauchte, sondern zwei Schamanen habe ich dabei und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir da drin haben. Was brauche ich eigentlich aktuell noch? Ich brauche hier aus der geborgenen Truhe mit Vorräten die Wellensprecher-Handschuhe und ja, da ist das Schami-Gear. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Hier haben wir 7, mit dem anderen Char haben wir auch noch ein paar. Erste Kiste haben wir die Schuhe, die brauchen wir schon mal nicht. Dann haben wir einen Ring, den brauchen wir auch nicht. Dann haben wir eine Hose, die brauchen wir auch nicht. Ein Schild. Noch ein Schild. Komm, gib mir die Handschuhe, dass ich mit dem Charme endlich erlöst bin. Schuhe. Und dann haben wir einen Hals. Also die ersten 7 Kisten waren schon mal eine Nullnummer. Dann switchen wir mal rüber. Der andere Shami steht hier daneben. Der hat dieselben Quests gemacht und hat 14 Kisten gekriegt. Also ihr seht, wie random das teilweise ist. Der hat wirklich genau das Doppelte an Kisten bekommen. Ja, gut. Ich würde sagen, da gucken wir auch mal rein. Eine Waffe. Einmal Schuhe. Dann haben wir einen Hals. Zumindest war noch keine Kiste buggy. Da hatte ich letztens so ein bisschen die Probleme, dass Kisten öfter mal rumgebuggt haben. Dann haben wir einen Ring. Gut, jetzt sind es hier noch 10 Kisten, die wir haben. Eine Waffe, das ist leider auch nichts. Ein Helm, komm, ich will einfach fertig werden mit dem Shami. Handschuhe, wie sieht's aus? Schlecht schaut's aus, wieder nix. Ein Trinket, so, jetzt haben wir noch 5 Kisten. Komm, bitte, Handschuhe. Schuhe. Waffe. Oh no, die letzten 3. Ein Schild. Noch ein Schild. Ah, es ist halt wieder nichts drin. Ich hasse es. Es ist gleich wie mit dem Schamanen, wie mit dem Demon Hunter ist es jetzt hier bei dem Schamanen, dass einfach das letzte Item nicht droppen will. Hier gut. Das war mal wieder eine Nullnummer. Wieder 20 Kisten und sogar 21. Diesmal habe ich eine zu viel aufgemacht, merke ich gerade. Aber egal, auch das hat nichts gebracht. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter questen. Ich habe jetzt noch Valshara offen und Asuna, wo es auch nochmal mit dem Invoker das ein oder andere gibt. Oder Evoker, wie man den auch immer ausspricht. Und ja, da werde ich mal gucken, queste das noch durch, ziehe die Schamanen wieder mit. Und ja, vielleicht kriegen wir da dann endlich das letzte Item raus. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.